ihre innere Einstellung. Solange sie innerlich glauben, die Hunde müssen das doch endlich akzeptieren, was ich ihnen erzähle, wird das Lippenbekenntnis, Supermarkt, Banalitätstest und so weiter nicht wirken. Fallen sie damit aufs Kreuz. Sie müssen innerlich selber so offen sein, jedem ihrer Teilnehmer. Darum habe ich ja die Supermarktidee. Ich war ja auch der Oberlehrer der Nation die ersten 3, 4 Jahre. Und es gab also wüste Wortgefechte oft im Seminar, haben sich oft die Klingen gekreuzt. Und meistens war ich rhetorisch besser drauf als der arme Hund, der betroffen war. War für die umstehenden, umsitzenden sicherlich ein geistiger Genuss. Aber ich bin heute nicht mehr stolz auf diese Siege, die ich damals errungen habe. Ich möchte Ihnen zum offenen Geist gerne noch den Raukitsch in den Raum stellen. Der hat ja 56 publiziert, wurde nie übersetzt. Sein Buch ist vergriffen. Das finde ich außerordentlich schade, weil er einen unglaublich tollen Gedanken gehabt hat. Wer gut Englisch kann und vielleicht auch vergriffene Bücher in der Bibliothek oder was kriegen kann, es hieß also Open Mind, Open and Closed Minds. Aber der Grundgedanke reicht völlig, wenn Sie ihn einfach mal zur Kenntnis nehmen. Raukitsch hat gesagt, ein offener Mind, also ein offener Geist, zeichnet sich aus durch die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen. Jetzt glauben viele Leute, die tagtäglich Informationen aufnehmen, sie hätten einen offenen Geist. Solange diese Informationen aber immer mehr vom selben sind und kleine Varianten dessen, was sie gestern, vorgestern, die letzten 15 Jahre auch aufgenommen haben, ist das keine Information in dem Sinne, wie Raukitsch sie meint. Milton Raukitsch meint damit Informationen, die das angreifen, was wir zu wissen glauben. Also im Sinne der Weißen Königin, Unglaubliches zumindest denken, wenn schon nicht glauben zu können. Und daran zeichnet sich ein offener Geist aus. Fußnote an dieser Stelle, aus der neuen Gehirnforschung ist zum Beispiel ein bahnbrechendes Faktum herausgekommen. Eine Studie hat gezeigt, dass 90% der Alzheimer-Patienten, Alzheimer weiß inzwischen jeder, ne? 90% der Alzheimer-Patienten haben sich in den letzten 10 bis 15 Jahren mit nichts Neuem befasst. Das sind zum Teil Manager, die tagtäglich Informationen über den Schreibtisch gehen hatten und die von sich gesagt hätten, natürlich befasse ich mich laufend mit neuen Informationen. Das ist nicht wirklich neu. Das sind Varianten, kleine Details. Ja, wenn Sie zum 1000. Mal Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln essen, natürlich ist die Zusammensetzung jedes Mal minimal anders. Mal haben Sie ein bisschen mehr Zwiebeln, mal haben Sie ein bisschen mehr Bratkartoffel drin. Aber das ist kein neues Gericht. Und so sind die meisten neuen Informationen. Ein bisschen mehr Zwiebel heute, ein bisschen mehr Kartoffel morgen. Also wenn wir uns regelmäßig mit Neuem befassen, dann haben wir zum Beispiel eine hervorragende Chance, Alzheimer vorzubeugen. Dazu muss die Information aber wirklich neu sein und darauf kommen wir noch, weil sie dann neue Nervenbahnen bauen. So, jetzt hat Raukitsch gesagt, es gibt 4 Möglichkeiten, wenn wir mit jemand im Gespräch sind. Der geschlossene Geist, der kann nur Variante 1 und 4 fahren. Der offene Geist kann sie alle 4 fahren. 1, 2, 3, 4. Das ist sehr, sehr einleuchtend, wenn Sie das einmal durchdacht haben. Und wenn Sie ein paar Tage mal drauf achten, kleben sich einen Zettel mit dieser Abbildung irgendwo hin und achten Sie ein paar Tage drauf. Angefangen von der Fernsehdiskussion über alle möglichen Situationen, die Ihnen begegnen. Wenn Sie das mal eingeordnet haben, ist phänomenal. Sie sehen die Welt mit anderen Augen. Position 1, Sender okay, Botschaft okay. Also den sowieso finde ich spitze und was der erzählt, ist auch immer hochinteressant. Oder umgekehrt, weil das immer so interessant war, was der sowieso gesagt hat, finde ich den immer mehr spitze. Ich verheirate also Sender und Botschaft. Gegenteil ist Position 4, Sender ist nicht okay, Botschaft ist nicht okay. Also unter den Abwesenden gibt es Leute, die sagen, die Birken ist eine ganz blöde Gans und die redet sowieso nur Stuss. Das ist Position 4. Und was mich so bewegt hat, als ich den Raukitsch das erste Mal gelesen habe vor circa 15 Jahren, da sind mir Fälle eingefallen aus dem Freundeskreis, wo Leute einmal eine Diskussion hatten zu irgendeinem Thema.
Leute, die jahrelang miteinander befreundet waren, die Wochenenden verbracht haben, so befreundete Ehepaare, die im Urlaub gewesen waren zusammen, die also verdammt viele Überschneidungen in ihren Inseln hätten haben müssen. Und irgendwann einmal bei einer großen politischen Situation oder weiß ich was, kommt heraus, dass der die Karierten besser findet als die Gestreiften oder irgend sowas, was dermaßen unglaublich ist für den anderen, dass er jetzt die ganze Person im Papierkorb schmeißt und man hat ab diesem Tag nicht mehr miteinander geredet. Ich bin sicher, jeder von Ihnen kennt solche Situationen. Das ist die Verheiratung Sender und Botschaft. Wenn eins nicht mehr tragbar ist, ist das andere nicht mehr tragbar und vice versa. Und das ist der geschlossene Geist. Also da sagt irgendwer irgendwas, sagt der andere, wo stand das, sagt der erste in der Bildzeitung, sagt der andere, ja da. Als ob da nie auch mal was drinstehen könnte, was vielleicht stimmt. Diese Verheiratung von Quelle und Botschaft, deren wir uns nicht bewusst sind. Und natürlich in den Firmen. Wir haben unsere Machtstrukturen und dann haben wir die Gefolgsleute. Und wer was sagt, ist ein großer Unterschied. Kleiner Tipp am Rande, Technik für Firmendebatten. Wenn Sie in einer Firma, zum Beispiel wurde ich da auch gefragt, inwieweit können wir wirklich was verändern in einer Firma und nicht bloß so Seminar am Rande machen. Wenn Sie von den Leuten, die machtpolitisch wichtig sind, wenn Sie mit denen einen Plan aushecken, wie Sie etwas verändern wollen in dieser Firma, dann lassen Sie diese Leute würgen. Lassen Sie es die ruhig als Ihre Idee hinstellen, ist doch für Sie völlig egal, wenn Sie was verändern können. Weil auch die geschlossenen Geister denen zuhören können, deswegen. Und wir haben nun mal weit mehr geschlossene Geister in Organisationen, noch, das ändert sich jetzt. Wir stehen an einer unerhörten Schwelle. Das ändert sich, aber noch ist es so. Also diese Verheiratung. Und dann sind die anderen beiden Positionen natürlich völlig klar. Sender okay, Botschaft nicht okay, Sender nicht okay, Botschaft okay. Also hier sage ich, die Birkenbill finde ich spitze, aber hier redet sie Schwampf. Da sage ich, kann die Frau nicht aufstehen, aber darüber sollte man nachdenken, auch wenn die das gesagt hat. Und das sind die schwierigeren Positionen. Und wenn Sie der Denker sind, und nicht der Gedachtwerdende, dann können Sie das trennen. Aber das braucht eine gewisse geistige Disziplin. Und wenn sich dieses Blatt mit so einer Abbildung irgendwo so von Küchenkasten über Wohnzimmer an verschiedene Stellen hängen, und wenn Sie merken, dass Sie irgendwem widersprechen und Ihr Blick fällt darauf, kann es sein. Da sagt Ihnen zum Beispiel Ihr Ehepartner oder Ihr Lebenspartner irgendwas und es gefällt Ihnen nicht. Sie sagen, wo hast du das her? Ja, das hat die Erika gesagt. Ja, dann. Wir sind so dran gewöhnt, die beiden zu verheiraten. Zu dem Thema offener Geist möchte ich Ihnen noch was sagen. Wenn wir die Bilderwand, das war ein altes Denkmodell von mir, ersetzen mit einem neueren und stellen den Teilnehmern vor, zuerst die Bilderwand und sagen, so kann man es sehen. Dann ist es alles hart, massiv, festgefügt und gemauert. Wir können aber auch sagen, nehmen wir ein anderes Bild, denn die Vorstellungen, die wir haben, prägen ja, wie wir damit umgehen. Machen wir ein Wissensnetz. Stellen wir uns vor, alles, was wir wissen, ist in diesem Wissensnetz drin. Dann haben wir erstens den Vorteil, dass neue Informationen, die haben so eine Art eingebauten Angelhaken und haken sich vollautomatisch ein. Einmal kapiert, ist gleich gemerkt. Da haben wir gleich Gedächtnis hiermit angedeutet. Und außerdem, wenn wir was nicht wissen, dann fliegt die Information am Netz vorbei und dann meinen wir, es sei vielleicht trockene Theorie oder so, wenn der Trainer nicht besonders gehirngerecht ist. Aber wenn wir ein Netz haben, dann haben wir natürlich den Vorteil, wir können jede Masche in diesem Netz jederzeit reparieren. Bricht nicht das ganze Netz zusammen. Wir haben eine ganz andere, viel flexiblere Idee. Und wenn wir sagen, tauschen Sie doch das aus, überlegen Sie sich, wenn irgendein Gedanke kommt, der Ihnen nicht passt, im Gespräch mit irgendwem, das ist eine Masche in meinem Netz, ich habe ein gigantisches Netz, das ist eine Masche in meinem Netz, brauche ich mir da Sorgen zu machen? Kann der mit dem Bild ganz anders damit umgehen, als wenn er unbewusst so eine Art Mauer vor sich sieht und hat Angst vor dem Loch in der Mauer? Also das sind Gedanken, die sehr hilfreich. Und das Interessante ist, es ist ja meistens jemand aus der Gruppe, den die Gruppe nicht wahnsinnig akzeptiert. Das heißt, der Gruppendruck geht in ihre Richtung, für sie. Aber was haben wir dem angetan, der wieder mal gesehen hat, dass letztlich, was immer er sagt, von der Gruppe und von anderen nicht akzeptiert wird? Jedes Mal wird dieser Mensch ein bisschen kleiner gemacht. Wenn Sie es wirklich glauben, wenn Sie die innere Freiheit
sich selber zugestehen. Dass sie sagen, ich gehe da rein, ich biete an, so gut ich kann, selbstverständlich, gute Waren und so weiter, aber ich stelle es jedem frei, abzulehnen oder zu akzeptieren, was er will. Das müssen sie wirklich glauben. Da habe ich ein paar Wochen gebraucht, bis das vom Lippenbekenntnis in den Bauch gegangen ist. Aber seit dem Augenblick habe ich fast nie mehr diese Ablehnungsdebatten im Seminar. Kommt gar nicht mehr auf. Und wenn mal, dann erinnere ich freundlich daran, wie eben gesagt, Supermarktbanalitätstest und so weiter. Und dann nickt er und sagt, okay. Vor allem beende ich diese kurze Bemerkung mit einem, können Sie das akzeptieren? Kann er schlecht Nein sagen. Und dann überzeugt er sich selber, dass er so vorgehen möchte. Also das war eine ihrer häufigsten Fragen gewesen, wie wir mit der Ablehnung, wie wir sie vermeiden können.